Hallo Zuschauer. Mit diesem Fahrrad bewege ich ja meistens recht viel Last, zum Beispiel einen ganzen Anhänger voll Zeitungen am Wochenende. Und da ist Bremsen natürlich schon ein Thema. Und darum soll es heute gehen. Ich will euch gerade mal den Ist-Zustand zeigen, generell und auch was Bremsen angeht. Fangen wir mit den Bremsen mal an. Vorne Felgenbremse, hinten Rücktrittbremse. Das war's. Und das eben mit einem Gesamtkampfgewicht von bestimmt 200 Kilo oder mehr ist schon manchmal ein bisschen grenzwertig. Gerade wenn es nass ist, greift die nicht so gut. Und dann wird es schon problematisch. Anderes Problem ist noch, man sieht es auch hier schon wieder, die Felge ist noch nicht alt, aber schon völlig eingelaufen wieder, total abgenutzt. Die Klötze tausche ich auch einmal im Monat. Aber wir haben ja eine Scheibenbremsaufnahme hier drüben, an dem Motor zumindest, an der Gabel nicht. Das ist das Problem. Deshalb gibt es heute auch eine neue Gabel. Ein absolutes Qualitätsprodukt. Hier steht alles drauf, was man wissen muss. Dubot Use vor. Also da geht's schon los. Die Leisure Cross Country Gabel. Freeride Downhill Dirt Jumper Orany Hard Riding. Naja, das darf man nicht machen. Und das kann in Personal Injury resultieren. Okay, aber das Ding kennen wir schon. Die hatte ich schon mal am Dreirad dieselbe. Ich weiß nur gar nicht mehr, warum die eigentlich dann kaputt war. Ja, wir werden es mit der hier sicherlich dann auch rausfinden. Das Problem ist, eine Gabel mit Scheibenbremsaufnahmen in Starr findet man einfach nicht. Ich musste diese Federgabel wieder nehmen. Naja, wird dann mit einer mechanischen Scheibenbremse ausgestattet. Das haben wir hier. Und da haben wir schon den neuen Steuersatz liegen. Ja, wie sieht es ansonsten mit dem Fahrrad aus? Was müssen wir machen? Ich habe hier so einen Lenkungsdämpfer montiert. Der hat sich inzwischen ein bisschen ausgeleiert. Den müssten wir etwas weiter spannen. Wegen diesem Zweibeinständer ist der dran, damit einem das nicht so hin und her flappt. Da fällt einem immer die ganze Fuhre um. Ansonsten, was ist hier geschehen oder sonst gemacht worden? Naja, wintertauglich ist es gemacht worden inzwischen durch Reifen. Und naja, dieses Rad hier, das komplette Rad habe ich wieder mal dem Mountainbike geklaut, weil mir nämlich die Narbe kaputt gegangen ist, die da dran ist. Was damit ist, muss man dann ein andermal gucken, würde ich sagen. Die hat auf einmal sehr viel Spiel gehabt und ließ sich dann nicht mehr gescheit einstellen. Also wahrscheinlich ein Lagerproblem. Gut, jetzt werden wir aber erstmal anfangen mit dem heutigen Thema Bremsen. Das heißt, erst einmal alles zerlegen, ne? Die Gummikappe hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Übrigens, wo ich gerade hier beim Wasserschutz unterwegs war, vom Sensor, hier vom Tretsensor, man sieht, den habe ich schön mit Heißkleber eingeklebt. Der war nämlich auch undicht. Stand nicht nur nicht mal da, ging nichts mehr. Hat eine Weile gedauert, das rauszufinden. Ich hatte erst hier schon alles dann eingepackt mit einer Tüte und noch einem Beutel drüber. Ist wieder passiert, wieder stehen geblieben bei Regen. Ja, der Sensor war undicht. Naja, sieht ja eher so mäßig aus. Da drin, naja. Naja, geht. Bisschen Rost ist ja zu erwarten. Es ist übrigens nicht das Lager, was das Spiel hat, was ihr gerade gehört habt, sondern die untere Lagerschale rutscht auf der Gabel. Das hat sich alles irgendwie ein bisschen ausgeleiert. Die Lagerschalen sehen ja eigentlich noch ganz gut aus. Stellt sich natürlich die Frage, passt das, was wir hier haben, problemlos da rein? Ich würde mal sagen, oben ja. Na, kommen wir da raus. Gucken wir nochmal unten, vielleicht behalte ich die einfach. Aber ich habe eigentlich wenig Lust, die jetzt hier rauszuklopfen und die neuen irgendwie reinzupressen dann. Aber ich würde mal sagen, das geht. Dann nehmen wir die doch glatt nochmal. Tja, für euch waren das nur wenige Sekunden seit dem letzten Schnitt. Hier ist etwas mehr Zeit vergangen, denn mir ist was aufgefallen. Ich habe ja vorher gemessen, natürlich, nicht wirklich, und habe dann die Gabel hier reintun wollen und habe mich dann gefragt, warum geht denn das Gewinde nicht bis unten hin? Ja, dann hatte ich gedacht, jetzt kann ich den ganzen Kram zurückschicken und muss noch eine andere Gabel finden. Ich habe diese und eine andere gefunden, die in Frage kommen. Bei 1 Zoll Steuerrohr echt schwierig, was zu finden mit Scheibenbremsaufnahme. Aber mir kam dann eine andere Idee. Moderne Fahrräder machen das ja auch anders.
Bei denen wird ja nichts reingesteckt und geschraubt, sondern hier geht das Steuerrohr durch und dann klemmt sich der Vorbau da rum und gesichert wird das Ganze oder eingestellt ja mit der Schraube hier oben drin. Und ich habe mir gedacht, warum sollte ich das denn nicht auch machen können? Dann habe ich mir einfach mal sowas hier besorgt. Das hier ist so ein Steuersatz, der mit dieser einzuschlagenden Mutter kommt. So ein paar Abstandshalter und ein Vorbau, der geklemmt wird. Jetzt ist halt die gute Frage, ist das eine gute Idee? Auf so einem funktioniert das. Kriegt man das Ding da eingeschlagen? Ist nämlich Stahl hier und kein Alu. Ich habe keine Ahnung. Was wir jetzt nur machen müssen, sind noch hier die Schalen rausholen, weil das Lager ist ein bisschen anders, was da jetzt reinkommt. Ja, im Endeffekt, das ist der alte Lagerring, wie heißt das Ding eigentlich, keine Ahnung. Haben wir mit dem Schraubenschlüssel nicht, der gerade geklingelt hat, haben wir das hier drauf gekriegt. Auch das macht man nicht, das muss ich euch aber nicht erzählen. Ne? Vielleicht muss ich es in jedem Satz sagen. Ich habe jetzt hier waren noch solche Gummidinger dabei, habe ich noch nie gehabt bei einem Fahrrad. Aber ich glaube, die sitzen da. Wenn nicht, könnt ihr das gerne jetzt in den Kommentaren erwähnen. Ich werde es einfach ignorieren und drinnen lassen. So, dann müsste der oben, den machen wir jetzt noch nicht rein, ich will gerade nur anprobieren. Also der müsste jetzt theoretisch hoffentlich wahrscheinlich hier oben rein. Aber wir wollen ja nur kurz anprobieren. So, damit wäre dann das Lager. Wie funktioniert das eigentlich? Keine Ahnung. Das Lager dann damit zu. Dann... Ich habe nicht genug Hände. Jetzt habe ich hier noch solche Distanzstücke. Eins weniger. Damit der Lenker irgendwie hochkommt. Muss man nur den Vorbau aufstecken. Und dann haben wir immer noch nicht genug Hände, um hier alles irgendwie in Gang zu halten. Der müsste tendenziell so rum da drauf. Wie macht man sowas, wenn man kein Tausendfüßler ist, frage ich mich gerade. Normalerweise ist das ja sehr einfach. Aber das hier echt nicht. Das war zugeschraubt, weil ich dumm bin. So, dann haben wir eigentlich ungefähr unser Maß, hätte ich jetzt behauptet. Ne? Ohne noch was zu markieren. Einen Fehler habe ich gemacht. Die Scheibe gehört eigentlich hier oben dazu. Ja, ich sortiere das kurz nochmal neu, nehme hier Maß, dann kürzen wir das und theoretisch wird das dann wie auch immer funktionieren oder sowas. So, da habe ich glaube ich ganz gut geschätzt. Das sieht passend aus, das hier wandert dann noch da drauf. Dafür müssen wir das hier einschlagen. Er ist jetzt noch nicht gefettet, ich muss jetzt praktisch noch das Fetten und noch diesen einen Gummiring mit einsetzen. Ich habe das nur mal anprobiert. Fetten und einsetzen machen wir jetzt. Jetzt wird es interessant, jetzt muss ich irgendwie dieses Ding hier reinklopfen. Ich denke mal, das könnte vielleicht mit hier dem Aufsatz ganz gut funktionieren. Wir testen das mal. Oh, sieht doch ganz gut aus. Etwa ein Zentimeter, glaube ich, hatte ich gehört und gelesen und gesehen. Soll das da rein? Und dann testen wir doch mal kurz, ob das einigermaßen gut aussieht. Also ich glaube, das könnte gehen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Damit das wie gewünscht funktioniert, müssen wir diesen Vorbau noch mal kurz lockern. Sonst klemmt der das ja schon. Weil eigentlich soll ja das hier die ganze Sache zusammenziehen. Wir sind gespannt, ob die Schraube da drinnen bleibt, die ich da reingesteckt habe. Jetzt fühlt sich's fest an. Gucken wir mal kurz. Dreht sich noch wie gewünscht. Tja, warum eigentlich nicht, ne? Dann richte ich das nochmal grob aus, dass das etwa gerade wird. Feineinstellung, klar, wie immer hinterher, wenn's Rad drin ist, dann können wir das mit dem Lenker besser hinkriegen. Übrigens zu den Anzugsdrehmomenten, ich habe keine Ahnung, es ist halt Alu. Von dem her bin ich da jetzt erstmal vorsichtig.
und mache das nur mal so ein bisschen dran. Und wir probieren dann nachher, wenn es dann wirklich nochmal ausgerichtet wird, wie es denn sein soll. Jetzt haben wir nämlich kein Spiel mehr hier im Lager. Das dreht sich auch soweit. Ich glaube, diese Gummiringe, ich hoffe mal, die sind da richtig, wo sie sind. Die bremsen nämlich doch durchaus etwas. Aber das, wenn man es ein paar Mal bewegt, geht es schon besser. Also das Ganze mal probeweise zusammengesteckt, sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Soweit könnte das funktionieren. Ja, nächster Punkt ist, wir machen mal einen Lenker dran. Habe auch gerade mal geguckt, das Kabel reicht sogar so. Und dann muss es ja eh nochmal ab, denn hier muss eine Scheibe hin. Und hier der Rest der Bremsanlage. Den Ständer musste ich jetzt ein gutes Stück rausziehen, weil das Fahrrad ja ein gutes Stück höher gekommen ist vorne. Heißt natürlich auch alle Sachen noch ein bisschen anpassen. Ist erstmal alles nur lose dran. Wir müssen jetzt nämlich erstmal gucken, dass wir hier eine Bremsanlage installiert kriegen. Ja, zwei Bremsanlagen. Denn das war ja das Thema, drei Bremsen, ein Fahrrad. Ich habe mir das gerade mal bei dem anderen Fahrrad abgeguckt. Wir haben hier unsere Laufrichtung, so. Und diese, ich sag mal, diese Spitzen hiervon, die gehen so in Laufrichtung. Ob das stimmt, ob es da richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich mache das mal so. Ihr könnt gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Man könnte es andersrum machen. Dann wäre es genau anders. Dann zeigen die Spitzen gegen die Laufrichtung. Also diese, ich sag mal, wenn man hier diese Schlitze verlängert, dann zeigen die gegen die Laufrichtung. Bei dem anderen Rad ist es eben genau anders gemacht. Diese Spitzen zeigen bei dem Innenlaufrichtung hier. Ich mache das jetzt mal so. Ich werde aus den Bezeichnungen hier noch nicht ganz schlau. Hier steht zwar Front 160, aber mir kommt der Winkel so seltsam vor. Wir haben aber 160er Scheiben. Wie das überhaupt funktionieren soll, dann dieser Satz? Naja, hier wäre Rear 160. Es könnte schon sein. Ich schraube das mal kurz an und gucke, ob das überhaupt hinkommt. Der Winkel sah zwar komisch aus, scheint aber durchaus so gedacht zu sein. Tja, bremst ja auch schon. Hahaha. Ja gut, das muss man natürlich noch einstellen. Ganz klar, aber wir müssen auch den Rest der Mechanik anbringen. Wir brauchen ja auch einen Bremshebel. Denn meiner, den ich hier habe, den würde ich gerne austauschen. Ich zeige euch das auch kurz warum. Das Fahrrad ist hier durchaus schon ein paar Mal draufgefallen. Und der ist ziemlich krumm und naja, also so richtig trauen kann ich dem eigentlich auch nicht mehr. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe schon mal die Griffe hier drauf geschoben und die Lenker wieder dran gemacht. Den Lenker, den Griff. Ich habe die Bremse an den Lenker gemacht, den Griff drauf geschoben. Das wollte ich sagen. Habe schon mal einen Zug zurechtgeschnippelt, weil die mitgeliefert waren bei dem Set. Die sind entweder viel zu kurz oder viel zu lang für das, was wir vorhaben. Also habe ich eine neue Hülle genommen, habe die schon mal hier runtergelegt und habe einen Zug schon mal durchgemacht. Die Bremse ist noch lose jetzt. Der Zug muss noch dran und dann müssen wir das Ganze einstellen. So. Die Theorie besagt, wenn man da dran zieht, dann muss da sehr viel mehr gespannt werden, weil ich ziehe gerade durch oben. Okay. Aber wenn ich es mir richtig überlege, sollte man sich erstmal den Rest festschrauben und mal kurz eine Runde rollen und gucken, ob das überhaupt irgendwie alles zusammenpasst. Ich habe ja keine Ahnung, Geometrie ist ja jetzt völlig anders. Federt das überhaupt? Ist das zu starker Winkel? Ich habe keinen Plan. Also die Bremswirkung ist vergleichbar mit den Felgenbremsen, würde ich sagen. Es wurde immer besser, wenn man ein bisschen bremst. Man muss ja ein bisschen einbremsen. Aber es funktioniert, das ist schon mal das Gute. Ja, dann würde ich jetzt sagen, Bremse Nummer 3 muss noch dran. Ja, der Lenkungsdämpfer macht das Gegenteil von Lenkung dämpfen. Da müssen wir jetzt nochmal was einfallen lassen. Ich lasse den Lenkungsdämpfer jetzt einfach weg, weil es halt erstmal so, ich muss mir da vielleicht was Neues ausdenken. Das habe ich auch so lange hier rumgealbert. Schon längst dunkel.
Die erste gescheite Testfahrt ist also im Grunde genommen morgen direkt mit einem vollen Zeitungsanhänger. Ja, das erstmal dazu. Test mal aus und dann machen wir nochmal ein kleines Fazit dazu, würde ich sagen. Da habt ihr es schon gesehen. Natürlich hat es nicht so funktioniert und ist nicht so geblieben, wie ich es gemacht habe. Ich hatte ja mechanische Scheibenbremsen genommen, wo ich dachte, was soll ich mich mit Hydraulik rumquälen? Das macht ja eher Ärger, als dass es hilft. Es ist eventuell genau andersrum. Das ist ja mal immerhin eine Erkenntnis. Ja, die mechanischen Bremsen, die habe ich dran gemacht. Bin das erste Mal mit vollbeladenem Anhänger gefahren. Und schon auf der ersten Fahrt einen Berg runter habe ich anhalten müssen und nachstellen müssen, weil Bremswirkung war weg. Okay, gibt sicher alles ein bisschen, dachte ich mir. Nachgestellt, weitergefahren. Irgendwann fing die Bremse an zu blockieren. Hielt einfach fest, löste sich nicht mehr. Gedacht, gut, ich habe ja ein Zweier-Set gekauft. Montierst du dir andere, selbe Spiel. Berg runtergefahren, nachgestellt und eine Weile später fängt sie an zu blockieren. Das war also nix. Dann habe ich nochmal in eine hydraulische Scheibenbremse investiert. Nicht die teuerste genommen, aber auch nicht die billigste. Weil die sah mir dann doch ein bisschen wackelig aus. Ja, das ist zum Beispiel auch das, was an so einem Cube-Fahrrad verbaut ist, hatte ich gesehen. Deswegen habe ich das einfach genommen, weil ich wusste nicht, was nimmt man da. Hab geguckt, was ist da dran, hab eine ähnliche gekauft. Und jetzt geht das. Jetzt kann ich mit, ja, ich habe drei Bremsen jetzt und kann mit jeder davon das Fahrrad mit Ladung zum Stehen bringen. Das war ja das Ziel eigentlich. Ausnahme ist die Felgenbremse. Wenn es nass ist, halte ich damit an steilen Stellen nicht an. Aber die ist jetzt eh nur noch als Notfallbremse gedacht. Normalerweise bremse ich mit der Scheibenbremse, ein bisschen mit der Rücktrittbremse. Wir haben jetzt also alle drei gängigen Systeme verbaut. Felge, Trommel und Scheibe. Stempelbremse gibt es ja heute eher nicht mehr. Dann könnten wir auf die vierte Bremse mitkommen. Und so läuft das ganz gut. Behalten konnte ich die Scheibe, auch wenn die nicht besonders dolle ist, aber man, sie tut's. Und von denen habe ich jetzt auch dieses Set, was ich gekauft habe, noch eine übrig und sogar noch eine vom Dreirad übrig. Also da kann ich erstmal ein paar Scheiben verbremsen. Bremsklötze habe ich mal nachbestellt, Verschleiß. Ich meine, sieht man das so ein bisschen? Die haben jetzt nach einer ganzen Weile, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie oft ich schon damit jetzt da zu Arbeitszwecken gefahren bin mit viel Beladung. Auf jeden Fall halten die viel aus. Die wechsle ich längst nicht so oft, wie ich die hier habe wechseln müssen. Und schon gar nicht, wie ich Felgen verschlissen habe. Das ist damit jetzt ja hoffentlich auch vorbei. Die ist eigentlich, ja, also bremsen sollte man mit der nicht mehr. Nur noch im Notfall, dafür ist die Bremse da. Und dann sieht das soweit gut aus. Was wollte ich denn sagen? Achso, ja, erstaunlich ist, hitzemäßig, das geht. Wenn man unten ankommt natürlich und hat nur damit gebremst. Ist so ordentlich heiß, bremst aber immer noch. Erstaunlich ist auch, wie sich die Trommelbremse ja doch schlägt hier hinten von der Rücktrittnabe. Auch mit der kann ich im Notfall, ich habe es einfach getestet, mit Beladung den ganzen Berg runter bremsen. Und sie bremst immer noch. Ist aber dann natürlich knackeheiß und riecht ein bisschen lustig. Dann ist noch die Sache mit der Gabel jetzt nach einiger Zeit fahren. Das Ding taugt überhaupt nichts, ist aber alternativlos. Das ist das Blöde. Also das nächste Fahrrad vielleicht lieber nicht mehr mit dem klassischen 1 Zoll Steuerrohr, weil dafür kriegt man einfach nichts. Die Gabel federt, ja, nur wenn sie Lust hat und außerdem klemmt sie und schleift ordentlich. Da wüsste ich jetzt aber auch echt nicht, was man gegen machen soll. Das Ding ist nicht dazu gedacht, dass man hier irgendwas wartet oder auseinander nimmt oder irgendwas. Da können wir eigentlich nur hoffen, dass das eine Weile hält. Ich meine, mir ist das mit den Federn sowieso wurscht. Ich hätte lieber eine starre genommen. Aber nun gut, hier sagen wir die hier. Und müssen damit irgendwie klarkommen. Noch was Positives ist, diese Konvertierung sozusagen zu dem modernen Vorbau, das hat funktioniert, obwohl wir hier ja ein Gewinde drunter haben. Da habe ich jetzt nichts feststellen können, dass hier irgendwas wackelt, irgendwas sich bewegt, irgendwas nicht funktioniert. Das klappt gut. Auch bei den Lagern konnte ich jetzt keine Probleme feststellen. Vorher hatte ich das Problem, dass ich diese Lagerschale, diese untere, ausgeleiert hatte und sich dann bewegte auf der Gabel. Sowas habe ich jetzt hier noch nicht feststellen können, generell. Ich habe auch nichts nachstellen müssen nochmal. Das ist immer noch alles fest, so wie es sein sollte. Aber jetzt würde man natürlich gerne nochmal vielleicht sehen, den Vergleich Felgenbremse, Scheibenbremse. Da sollte man mal einen kleinen Bremstest machen. Ja, da sind wir auch schon auf der Teststrecke, die ich gerade einfach dazu ernannt habe. Und wir werden mal einen Bremstest machen. Ich habe hier einen schönen dicken Stein, den kann ich als Startlinie zum Bremsen nehmen. Dann komme ich von da herunter mit 25 ungefähr und bremse dann voll in die Richtung. Die Kamera lasse ich auch in die Richtung gucken.
machen erstmal einen Bremstest mit der Felgenbremse. So, Stein, 25 Vollbremsung. Jetzt stellen wir die Kamera nämlich genau dahin und filmen mal, wenn ich sie hier vors Vorderrad stelle. Dann filmen wir nämlich mal, wie ich auf die Kamera zustoppe und sie hoffentlich nicht mitnehme. Sechs große Schritte, weniger Bremsweg aus 25 bergab. Das sagt doch einiges, oder? Habe ich richtig gebremst, wirklich? Ja. Ich mache das nochmal, aber das kommt mir sehr kurz vor. Ich habe aus 25 Vorderrad 1, 2, 3, 4 und ein bisschen fast 5 Schritte Bremsweg. Das will ich nochmal reproduzieren, nicht, dass ich mich vertan habe. Nicht, dass ich zu früh gebremst habe, das wäre ja blöd. Damit das bestätigt ist, müsste ich in der Mitte des Bildes zum Stehen kommen. Ich habe sogar etwas besser dosiert gebremst, ohne wegzurutschen hier auf dem etwas losen. Nicht ideal für eine Testbremsung, aber doch die Realität. Ja, klappt. Das ist erstaunlich wenig Bremsweg. Vor allem das letzte Mal war ich ja da hinten. Wenn ich jetzt nochmal mit Scheibenbremse, die reicht eh, um das Vorderrad zu blockieren, ich brauche nicht mit beiden vorderen Bremsen, Scheibenbremse und Rücktritt, geht es noch kürzer zu bremsen? Ich müsste jetzt wieder vor der Kamera zum Stehen kommen im Idealfall. Mal gucken. Okay. Es macht keinen Unterschied, außer dass man ein bisschen eine Linie zieht. Also sieht auf komplett gleichmäßiger Fahrbahn wahrscheinlich anders aus, weil man sieht ja, ich komme hier dann irgendwann in einen losen Bereich, aber man, das ist die Realität, so sieht es nun mal meistens irgendwie aus. Und man sieht ja auch, das war ein ungültiger Versuch, aber ich habe beim zweiten Mal genau dasselbe getroffen, habe dann ab hier eine Spur gezogen bis dahin. Und ich finde, das ist echt kurz aus 25. Schwerer Kerl, schweres Fahrrad. Das läuft doch. Jetzt hat mich natürlich hier wieder der Spieltrieb gefasst. Was ist denn, wenn wir jetzt unseren Benchmark sozusagen aus 25 nehmen, da mal die Kamera hinstellen und dann gucke ich mal, wie schnell das Gerät läuft hier runter und gucken, wie viel weiter es dann ist, aus was für einer Geschwindigkeit. Das waren ein paar 30 und das macht 3 lange Schritte mehr Bremsweg. Tja, genug Linien gezogen, würde ich sagen. Auch wenn ich das Rad langsam mal verbrauchen kann. Das ist schon rissig inzwischen und noch im Winter sieht das Ding nicht. Hat gute Dienste auf Schnee geleistet mit dem Profil, aber der zerbröselt langsam. Ja, alles klar, wir können noch mal kurz gucken. Wiederholte Bremsung gerade. Ist etwas Temperatur in der Bremse, nicht viel. Scheibe ist ordentlich heiß, ja. Das ist zu erwarten. Rücktritt. Ja, das waren so kurze Bremsungen, das macht dem nichts. Wenn man lang anhalten bremst, merkt man es ordentlich, dann wird es schön heiß. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das kann es für heute beschließen. Dann schauen wir mal weiter, wie sich das Konstrukt im Alltag schlägt. Ich hatte ja, vielleicht habt ihr das letzte Video gesehen, ein bisschen Probleme mit den Rücktrittbremsen haben. Ich habe jetzt mal eine ganz andere bestellt. Das waren jetzt immer tschechische, Velo Steel. Jetzt habe ich, mal gucken, was draufsteht, aus China bestellt. Ja, die sind nämlich 10 Euro günstiger. Wenn die dasselbe und genauso gut machen, warum nicht? Das wird man demnächst mal rausfinden, denke ich. Aber in dem Sinne, ich gehe noch ein bisschen hier weiter auf Tour, mache eine kleine Ausfahrt und wir sehen uns dann das nächste Mal.